Hallo. Und willkommen zur vierten Folge von Capture the Flag. Und zwar nicht Let's Castle Battle, genau, das ist eigentlich was anderes. Genannt, aber es ist eigentlich ja was anderes, was wir privat aufgenommen haben und nicht online stellen werden, weil wir da ja unsere Namen gesagt haben. Natürlich hier Sigma 5000, hier Turtley, da Raven und wir haben heute auch noch einen Gast, Kiki. Ja, müsste gehen. Ich habe im zweiten und dritten Part vergessen zu die Punkte zu sagen. Also, Raven ist nun am Spawn und holt sich die Diamanthacke an. Ab. Genau. Und den musst du einfach nehmen und sofort zurück. Es gibt jetzt Regeln irgendwie, ne? Wie ist das jetzt dann? Dann geht sie in ihre Base, wartet dort, bis du sie deine Diamantenspitzhacke vom Spawn geholt hast. Mhm. Beide auf Effizienz verzaubert, ich glaube 1. Moment, kann gucken. Effizienz 5. Okay, ist ja fast dasselbe. Ja. Bin ja auch nur 4 Verzauberung. Ja. Gut, dann warte ich noch eben. Ja, es wird jetzt spannend, wie ihr also, seht. Wenn er gesagt hat, er hat die vom Spawn abgeholt, darf ich dann direkt in seine Base rein? Oder muss ich erst warten, bis er wieder in seiner Base ist? Wie ist das? Genau, das ist erstmal in Simula in seiner Base. Ja. Okay, Moment, dann gehe ich. Ja, und natürlich auch. Geht schon mal los. Und kann ich losgehen? Okay, gut. Ja, weil sonst wenn ich schon nah an meiner Base dran bin, sehe ich ja, wo die ist. Dann gehe ich jetzt. Ach, Ton ausmachen, Moment, Ton ausmachen. Genau. Nämlich, das könnte schon was verraten. Jetzt bin ich auf dem wenn Weg. Zum Beispiel Schafe oder Kühe auf Laute von sich geben. Zu Base. Noch begegnen wir uns gleich. Zumindest habe ich hier wieder mal meine Tabelle. Ja. Mach doch auch mal was. Hallo, bist du? Kiki. Hey. Hallo. Hier, hallo. Also. Nee? Nee. Ihr müsst, also, die müssen sich gegenseitig die. Die Obsidian-Blöcke in ihrer Base zerstören und ich weiß auch nicht mehr genau, wo meine Base ist. Mist. Kann sein, dass ich dachte. Geh am besten noch nicht zurück, warte erstmal am Spawn, okay? Okay. Weil sonst siehst du nicht mehr. Und wenn die dann fertig sind. Also wer zuerst die drei Obsidian-Stücke abgebaut hat, der hat gewonnen. Ja, und das Problem ist. Das ist nur das Regelhaus. Regelhaus? Also, ja, das ist der Spawn, da wo wir gespawnt sind und da wurden die Regeln per Kommandoblöcke erklärt. Und das Problem ist, weil ich im Moment, Raven hat bei mir schon einen Obsidian-Block abgebaut. Block, genau. Ich weiß nicht mal, wo ihre Base ist. Ich weiß gerade auch nicht, wo meine Base ist. Scheiße. Aber irgendwann muss ich ja wieder kommen können, deswegen. Ja. Moment, ich muss sie doch finden. Ich sag dir Bescheid. Ja. Dann wirst du so lange Pech haben. Eine Truhe? Oh, Lea. Ich glaube, die hast du selber ausgeräumt. Ich gucke jetzt natürlich nicht in Raven's Richtung. Wo ist meine Base? Wo ist deine Base? Das ist die Sache, die ich mich auch schon die ganze Zeit frage. Vielleicht kann ich hier. Ich darf ihr ja helfen. Schließlich ist es kein. Eine Bevorzugung, weil sie ja eigentlich schon hat. Oder darf ich mal? Obwohl ich weiß auch genauso wenig, wo die ist. Hast du eigentlich schon mal geguckt, Tiki? Oder? Wie geguckt? Geguckt, die ersten drei Folgen. Nö. Nee. Ich hab sie gleich. Ja, sag mir gleich. Ich hab kein Internet. Wenn man eine Endertruhe baut, muss man dann Enderman erlegen. Weil man glaubt, ich glaube ein Enderauge. Enderauge oder Enderperle oder Obsidian braucht man. 8. Hier der Truhe vor die Obsidian. Und ich hab grad voll Angst. Und in der Mitte eine Enderperle oder ein Enderauge legen und dann hat man eine Endertruhe. Aber darf das denn nur dann auf den Berg klettern, weil von da aus kann ich ja bald glotzen. Ja, solange ein bisschen Raven gefunden hat. Darf er wieder zurück? Ja. Wenn ja, dann darf er nämlich auf den Berg. Ja, es dauert einfach noch ein bisschen, aber ich denke mal, es wird eh nicht mehr so lange dauern. Könnt ihr mir denn mal jetzt kommt für die Endphase. Schalthaus zeigen? Ich komme jetzt da nicht mehr rein, ne? Doch, du kannst. Na, vielleicht, wenn ich gut
springe hier. Ach schade, man kann keinen Kugelfisch ja. in den Ofen legen. Okay, ich und gut springen, das ist natürlich jetzt zwei verschiedene Sachen. Vielleicht noch irgendwie einen Block bauen. Ja, mach mal eben. Schön da Sand ja, geht. Das ist der Grasschaufler. Klingt aber nur halb so schön wie der Abgras. Ich muss noch einmal was essen und dann. Also du kannst nicht los, wenn du möchtest. Hä, wieso hat der Sand gerade irgendwo spielen? So, hier. Map-Version, also bei TTP. Und dann klickt man. Wo muss ich draufklicken? Da. Ja, und dann, wenn sie die Regeln, ich gehe schon mal raus. Also ich darf jetzt kommen, oder? Ja. Ja, und jetzt zurück auf den anderen Knopf. Dann geht das nämlich wieder weg. Und wenn du nochmal drauf drückst. Wenn man dann in der Base ist, jetzt mal theoretisch, und dann jemand kommt und man den fast abgebaut hat und im letzten Moment haut einen jemand weg. Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder Richtung meine Base und dann geht das Spiel weiter. So richtig weiter, wenn er mich schon vorgespult hat. Schau mal, eine Pyramide. Eine Base? Na, die ist versteckt in einem Berg. Sie darf nicht unterirdisch sein, aber in einem Berg darf sie. Ja, aber woraus besteht die? Man hat sie sich rausgegraben. Einfach. Also es gab keine Vorgaben, es geht nur darum, wir hatten am Anfang so eine Friedensphase und bis Ende der Friedensphase mussten die drei Obsidian-Blöcke gebaut sein und man musste eine Basis haben. Und zwar sichtbar, kein Block da drauf oder kein Block, der ist verändert, nicht Wasser. Auch nicht kein Wasser, auch kein Wasser, wie wir nicht gemerkt haben. Wie du gemacht hast, Simua. Ja, Entschuldigung, ich dachte Wasser, ich Wasser meine, ist ja geht sichtbar. Auch als Block. Ich hab grad Angst. Okay, ich sag gleich, wann ich in der Basis bin und dann, ja, ich bin jetzt in der Basis drin. Ja, aber erstmal muss er so verschließen. Ah, ich bin jetzt drin. Also das Spiel geht jetzt weiter. Okay. Es ging schon die ganze Zeit so, weiter. So, jetzt kommt natürlich die Frage. Mit so einer Taktik. Aber was das ist, Problem ist, wir sind so nah aneinander dran. Was ist eigentlich immer in dem? Was ist eigentlich immer in dieser Base drin? Na, alle Sachen, die man hat und was notwendig ist, was man drin haben muss. Glaubst du es in der Richtung? Die Richtung weiß ich ja so. Gib ihm doch keine Tipps. Ich habe ihn doch nur gefragt, ob es. Ich weiß aber, das ist die Richtung, aber ich. Ich muss jetzt heute noch auf meine. Oh, jetzt ist Taktik gefragt, natürlich. Geht man raus, bleibt man drin. Ja, wenn du drin bleibst, passiert überhaupt nichts. Ja. Aber wenn du rausgehst. Muss aber auch mal wissen. Joras gerade leckt ein bisschen. Ja, tut's. Ja. Muss ich natürlich gucken. Einerseits. Ah, okay, ich sehe ihren Namen. Okay, jetzt. Ich will es nicht verarschen. Du kannst meinen Namen gar nicht sehen, du Noob. Wie willst du meinen Namen sehen? Ich hab doch gesneakt. Wie konntest du meinen Namen sehen? Ey, jetzt ernsthaft. Weiß nicht, aber gesehen hat er's. Ich hab die ganze Zeit gesneakt. Was war los? Oh shit, ich bin tot. Hast du vielleicht den falschen Knopf gedrückt oder die Steuerung nicht umgestellt? Warte mal. Shit, schnell in meine Base, sonst kommt Raven und dann. Ich komm jetzt nicht, ich will mal gerade was gucken. Ich komm jetzt echt nicht, also ich will mal gerade was gucken. Okay. Ich werde mal die Base kopieren und dann will ich was gucken. Weiß ich auf jeden Fall, wo sie ist. Den neuen Regeln natürlich. Wie wir ja wissen, 5 Minuten warten, bis er wieder rein darf. Ja, ich war schon drin, deswegen. Ich weiß nicht, was jetzt. Also mach mal gerade nichts, schwimmer gerade. Was war nochmal. Ich geh nur zu meiner Base. Richtung. Ich sneake. Wie konntest du meinen Namen sehen? Ich hab die ganze Zeit gesneakt. Fehler, ja, vielleicht hast du gar nicht gesneakt. Dann doch nicht. Also auf jeden Fall hast du den Namen gesehen. Ich habe ihn nämlich auch gesehen. Ich auch. Und alle, die das Video jetzt geguckt haben, wissen auch. Ja, ich habe auch wirklich die ganze Zeit gesneakt. Das ist unfair. Jetzt weißt du meine Base. Und Bug-Using ist auch blöd. Ja. Auch wenn es aus Versehen ist. Es ist blöd, dass wenn die Welt nicht ganz generiert ist, dass man dann den anderen Spieler sieht. Weil jetzt weißt du ja, wo meine Base ist. Vorher hatte ich noch so das Geheimnis. Ja, jetzt wird es ein bisschen kritisch und dramatisch. Darf ich jetzt auch nicht in deine Base oder darf ich jetzt? Du darfst, du warst ja nicht in meiner drin. Wie lange darfst du jetzt nicht? 5 Minuten, also ungefähr bis. Wir haben die 16.13 Uhr, also. Ja, wann war das? 16.12 Uhr? 16.17 Uhr. Ah, 17, okay. Darf ich rein? Also sollte man sich schon überlegen, wann man geht.
Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, deswegen bin ich reingestimmt, deswegen kann ich jetzt leider nicht nochmal reinstimmen. Wenn ich jetzt so richtig schön weiß hier, ne? Kommst du und killst mich. Toll. Das muss ich 5 Minuten warten. Ah, killen darfst du mich, ne? Ja, ja, aber nicht innerhalb deiner Base, weil du dann müsstest ja reinkommen dafür. Mm. Du müsst reingegangen. Zwickmühle. Nee, wenn sie vielleicht offen hat. Aber ich will dir keine Tipps geben, das ist ja auch sozusagen gleichzeitig ein Tipp für Raven. Denn ich habe jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast. Egal. Du musst ja nicht, ach ja, es ist die ganze Zeit halb seit 0, wenn Nacht ist. Achso. Wenn Raven zum Beispiel am Ausgang, also den Ausgang offen hätte, ja, und dort warten würde auf dich, könntest du sie ja von außen töten. Ja, aber es würde mir nichts bringen, weil ich ja trotzdem nicht rein kann. Ja. Stehe ich da so vom offenen Eingang und darf nicht reingehen. Ja, könntest du sie aber töten. Was eigentlich nichts bringt, schließlich musst du ja die Blöcke abbauen, nicht zu töten. Boah, wenn man gewinnen würde, wenn man jemanden 5-mal umbringt, dann wäre das hier, glaube ich, ein viel... Dann hätte einer von schon gewonnen. Ja, ich denke ja. Raven hat mehr getötet. Du hast ja auch, wie auch immer, ein Verzaubertes gehabt. Naja. Darf ich auch sagen, warum, Raven? Wir haben uns ja offscreen auch schon unterhalten, wenig. Hm? Und ich weiß auch, warum. Eine Truhe. Einfach so ein Zaubertisch drin. Ich habe auch... Damit ihr ich könnte auch gut verzaubern. Dazu muss ich aber in die Base reinkommen. Oh, mit diesen Leveln. Und ich bräuchte Zeit, das heißt. Uiuiui, oh, okay. Das ist leck. Wow. Ja, leck. Nicht in Chance. Nee, hab ich nicht. Leck. Ich mach eh nichts. Ja, sagst du. Dann kommst du gleich und killst mich. Wo immer ich gerade bin, ey. Mal lachen. Ich lache jetzt. Also, ich weiß. Ja, das ist jetzt dumm. Das war jetzt sehr dumm. Was? Wisst ihr, was Raven meinte? Ja, du willst mich verarschen. Du verarschst mich. Ich sehe echt nichts hier am Bildschirm. Du verarschst mich. Ich glaub dir nicht. Du bist am Sneaken wahrscheinlich, ja. Glaubst du nicht. Schau doch hin. Hast du mal Regel verstanden? Ja, ich darf ja nicht gucken. Was wollte ich da tun? Ich kann mich jetzt tot machen, ne? Ey, sag mal ernsthaft, weißt du jetzt, was ich meine, oder? Nee, überhaupt nichts. Wartet mal, jetzt ganz ehrlich. Hä? Da ist ja jemand. Da schaut ja alles weg. Das hat doch mega geleckt. Ich hab dich nicht schlagen. Scheiße. 17 nach? Raven, 17 nach bedeutet... Hä? 17 nach, ich darf wieder rein. Deine. Oh, scheiße, ich bin noch am Spawn. Ja. Geleckt hat irgendwie. Das Spiel hasst mich. Und... Dauernd bei mir sind immer die Bugs, weißt du? Bei mir sind immer die Bugs. Warte, Simua, bleib stehen. Warum? Warum? Er kann ja jetzt auch nichts dafür, dass die Bugs sind. Nein, aber eine Minute musst du noch warten, nämlich es war ein Regelverstoß. Du hast gesagt, du hast nicht drauf geschaut. Aber natürlich genau dann, als du auf ihren Bildschirm geschaut hast, genau dann hast du dich ganz viel umgeschaut und hast sie gefunden. Wie? Hä, was? Man hat auch ihren Namen gesehen, aber du hast... Was meinst du? Du hast zuerst, weil sie gesagt hat, es lädt. Ja, das habe ich bis hierhin geschaut. Und jetzt kann ich ja gar nicht mal sehen, was da ist. Ich weiß auch nicht, wann du jetzt genau meintest, aber umgeschaut, ich weiß nicht, welches umschauen meintest du, wo dann Raven gesagt hat, so ja, haha, und... Nein, wo es geleckt hat.
Jetzt hat er auch geleckt. Es hat ganz viel geleckt. Ja, aber da hast du hingeschaut. Aber und ihr dürft euch nicht angreifen. Wann habe ich mir, wann habe ich denn... Hä, wieso da, hä? Wann habe ich mich überhaupt umgeschaut? Ich gucke mich immer um, wenn ich irgendwas mache. Ich verstehe es aber nicht. Ich auch nicht, deswegen will ich gerne nochmal... Du schaust auf ihren Bildschirm, schaust zurück und findest sie. Wann habe ich sie gefunden? Du hast sie doch gerade auf dem Dach gefunden, nicht wahr? Ja, weil Raven gesagt hat... Nee, weil Raven hat doch die ganze Zeit gesagt, ha, du checkst echt nicht und bla 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 und so, ne? Ja. Du hast ihren Namen gesehen. Du hast... Es hat kurz nicht gesneakt. Ja, was ist daran falsch? Dass, wenn ich sie sehe, dass ich dann zu ihr gehe? Es geht darum, dass du dich umgeschaut hast. Es war, du hast es verstanden. Schließlich hast du ihren Namen gesehen, also nicht deswegen hast du dich so viel umgeschaut. Verstehst. Also, ach, jetzt die Szene in der Base, oder wie meinst du? Ja, ich war in der Base, so. Sie war oben auf dem Dach. Hat sich zu dir eingegraben. Ja, dann wusste ich ja nichts, so. Ja, dann hat sie aber vorher gesagt, es leckt. Ja. Und dann hast du zu ihr geschaut und dann ganz plötzlich, nachdem du es getan hast, hast du dich umgeschaut und sie auf deiner Base gefunden. Wie hingeschaut? Meinst du es in echt? Hier. Ja. Auf ihren Bildschirm geschaut? Ja. Dann habe ich auf ihren Bildschirm geschaut. Ich habe nie auf ihren Bildschirm geschaut. Doch. Ich. Als sie gesagt hat, es leckt. Es leckt? Gar nichts, darfst du zurückgehen. Ja, super. Jetzt ist meine Angriffschance vorbei. Ja, genau das war's, ja. Ja. Hä? Ich verstehe immer nicht, was das Problem ist. Ich ja auch noch nicht, weil ich habe ja nicht mal auf ihren Bildschirm geschaut. Ich erkläre es dir gleich. Ich verstehe nicht. Ja. Ich zeichne es dir gleich auf. Ja, ja. Ich verstehe nur echt nicht, weil ich habe nie auf den Bildschirm geschaut, deswegen. Wenn ich einen Regelverschluss gemacht habe, dann sage ich das ganz offen und ehrlich. Und ich habe nicht auf den Bildschirm geschaut, so. Vielleicht hast du es ja auch ganz unterbewusst gemacht, jedenfalls. So. Dann malen wir jetzt mal auf. Habe ich ja gerade ein bisschen Zeit und muss ein bisschen wach stehen hier. Ja, ja, du kommst jetzt. Du sagst, du stehst wach, aber dann kommst du, ich wette. Dann machen wir eben auf. Dann kann ich nicht sehen, was man. Nur Rückseite hier. Egal. Oder haben wir jetzt so lange Spielstopp, also dass du nicht kommst? Wie ist das jetzt? Kommen tue ich nicht, aber ich denke mal, wir spielen schon noch weiter. Ja. Also du kommst jetzt nicht? Also. Nee. Dann kann ich mich mal kurz nicht sehen. Das ist eh Teil meiner Strategie gerade, dass ich nicht komme. Okay, aber dann komm wirklich nicht. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt... Du sitzt hier. Ja. Gut. Keine Kunstwerke mal. So. Ja, so. Ja, der hat gesagt, es leckt. Okay. Das ist auch gerade sehr interessant für die Zuschauer, ne? Ja, vor allem, ja, man kann deinen Erfolg sehen. Zu den Waffen. So. Ich könnte eigentlich mein Bett mal verschrotten, ne? Ja. Wow. So, jetzt sag ich mal eben was, ja? Ganz kurz, damit erst nicht langweilig, also... Warte doch mal. Falls du dich wundert, warum hier gerade so eine Stille herrscht. Wie sagst du doch mal was? Ich bin bereit. Ja, okay, dann machen wir ganz kurz mal eben Pause, weil
Du willst auch mal. Ach, ich würde sagen, machen wir eben kurz einen Cut mal rein. Mhm. Ja. Das Video. Bis gleich. So, nach diesem kleinen Cut verabschieden wir uns aber auch gleich, weil wir bemerkt haben, der Cut ist vorbei. 20 Minuten. Aber wir nehmen jetzt direkt einen nächsten. Und das sind jetzt schon 60 Minuten und 20 Minuten. Also eine Stunde und 20 Minuten wollte ich eigentlich sagen. Also 80 Minuten. Mit einem zerstörten noch Block. Wie lange soll das hier noch gehen? Wir haben ich habe schon die zweite Map gebaut. Also okay, wir haben jetzt alle. Also jetzt nochmal zur Info, was gerade hier war. Ne? Wir haben jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, aneinander vorbeigeredet und alles. Und uns erstmal überhaupt nicht verstanden und ja. Wie Tödlieb es gerade eben, finde ich, auch schon gesagt hat, es ist. Wie hast du das gesagt, mit Fußball? Sag einfach. Ja, wir beim Fußball. Auch wenn der Schiedsrichter mal irgendeine Falschmeldung gibt, es gilt. Ja. Was ich eigentlich nicht so schön finde, aber. Ja, es ist so. Hier muss es ja eben. Und das bedeutet, ich habe jetzt. Also, mir wurde jetzt. Ja, das heißt genommen. Ich habe jetzt diese Chance vergeudet, da. Ein Obsidian abzubauen, aber im nächsten Part klappt es bestimmt. Bis zum nächsten Part. Ich denke nicht, dass ich sowieso. Ich denke sowieso nicht, dass es geschafft hat. Aber tschüss mit E und. Bis. Nein, tschüss mit E ist nicht meine Verabschiedung. Tschüss. Und denk dran. Abonnieren geht über kommentieren, aber kommentieren ist auch wichtig. Ja, dann kommentiert das mal auf Twitter auch. Ja. Und tschüss.